Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Let's Play und Dungeon Siege Freunde. Hehehe. Ja, weiter geht's mit Dungeon Siege und wir sind weiterhin in der Funkelminenhöhle. Und ja, hier werden wir auch ganz krass weiter metzeln und bestimmt noch den ein oder anderen Boss legen. Natürlich, hier wird schon auf uns gewartet. Wie sollte es auch anders sein? Und damit wir hier nicht in irgendwelche Konflikte kommen, werde ich jetzt hier gleich sterben. Ich sterbe, Hilfe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, Leben. Nicht leben, nicht leben, nicht leben. So. Jetzt der da. Und den hätten wir auch schon so gut wie tot. Gut, dann bleibt uns nur noch dieser Bogenschütze und das war's auch schon, wa? Sieht gut aus. Was haben wir hier? Was Schönes. Ja, sammel du mal das Gold ein, ich sammle den Rest ein und guck, wo es weitergeht. Hier geht's weiter. Aber da hinten ist noch jemand, aber vielleicht können wir den so ein bisschen umgehen. Das wäre doch schon mal ganz nice. Anscheinend nicht. Okay. Dann werden wir uns natürlich auch mit diesen Gegnern auseinandersetzen. Und ich muss gleich, bevor ich den weitermache, erstmal den Sound wirklich ein bisschen höher stellen, weil ich höre hier fast gar nichts. So. Dann werde ich eben kurz den Sound etwas höher stellen. So, der Sound ist höher gestellt und wir können weitermachen. Ja. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja, wir haben hier uns ja eigentlich durchgemetzelt durch die Funkelminenhöhle bisher und haben den Auftrag bekommen, verschiedene Sachen, glaube ich, wieder zu zerstören. Ich weiß es nicht mehr. Ich könnte vielleicht mal im Questlog gucken und ich drücke schon wieder die falschen Knöpfe. So, mal sehen, da. Sammelt Sprengpulver. Ach ja, Sprengpulver sollen wir sammeln. Stimmt, da musste ich ein bisschen die Augen aufhalten, weil das öfters mal ein bisschen versteckt war. Gut. Habe ich mittlerweile genug Sprengpulver? Ich will mal eben im Questlog gucken, ob da steht, wie viel ich brauche. Sieht nicht so aus. Nö. Sprengpulver. Wir brauchen Sprengpulver dringend. Woher bekommt man Sprengpulver? Ich glaube, ich habe schon was gefunden. Ich kann nicht so in meinem Inventar gucken. Inventar. Da steht gar nichts. Quests. Ha, Sprengpulver. Forscht die westlichen Tunnel und findet Säcke mit Sprengpulver. Okay, da werde ich einfach ein bisschen durch die Gänge hier rennen müssen, bis ich Sprengpulver habe. Bis ich genug Sprengpulver habe, so. Gut. Renne ich hier ein bisschen durch. Ich denke. Oh, was haben wir hier? Neue Gegnertypen? Oder hatten wir die schon mal? So. Ja, das ging schnell von der Hand. Da hinten liegt zum Beispiel Sprengpulver. Ah, 3 von 4, Schwarzpulversack. Cool, gut. Dann fehlt uns ja nur noch einer. Der wird bestimmt hier noch irgendwo rumliegen. Ich meine, sie sind ja auch nicht sonderlich schwer zu übersehen, finde ich zumindest. So. Erstmal hier die kleinen Viecher immer ein bisschen platt machen.
dann gemeinsam gegen den großen Fettsack, der ja doch nicht gerade wenig zuhaut. So, Sprengpulver. Da unten liegt noch was. Sehr, sehr schön. Wir haben 4 Schwarzpulversäcke und begeben uns jetzt zurück. Ja, ja. Wahrscheinlich haben es ja, na, wenn ihr das Video seht, ist es wahrscheinlich schon ein paar Tage her. Nee, also von daher bringt es auch nichts, wenn ich euch das jetzt erzähle. Ja, keine Ahnung. Nee, das wird nicht viel bringen. Muss ich mich auf welche Seite? Ach, ich muss da erst dahin. Okay, gut. Ich werde halt überlegen, ob ich euch irgendwas Aktuelles erzählen kann. Ich könnte ein bisschen über hier RTL lästern. Ihr habt ja sicherlich alle den RTL-Beitrag gesehen, wo ja Gamer sehr in ein sehr schlechtes Licht gerückt werden, sagen wir es mal so, um es vorsichtig auszudrücken. Und ich habe dazu ja auch ein kleines Video gemacht zu dem Aufruf von Smokey. Und jetzt habe ich neuerdings ein Video gesehen von einem Let's Player namens Spielen wir, den ich auch schon mal interviewt habe. Der hat die Aussage getroffen, dass es ja diese Aufmerksamkeit genau das ist, was RTL wollte. Und ich muss ihm sagen, er könnte damit durchaus recht haben. Ich meine, wie viele Leute, also wie viele Gamer, das sind, geht ja in die Tausende, vielleicht sogar in die Zehntausende, klicken jetzt den RTL-Beitrag an und verschaffen RTL dadurch Quoten. Und es geht ja nicht nur um Fernsehquoten, sondern sie bekommen ja auch Geld, zum Beispiel dadurch, dass sie auf ihrer Internetseite zu finden sind und ich sterbe. So, da lebe ich auch schon wieder. Da muss ich dann mal eben hier ein bisschen. Also, sie bekommen ja auch. Weil, also es ist so, RTL hat den Beitrag, den ein YouTuber hochgeladen hat, hat RTL gesperrt. Ja? Und man konnte diesen Beitrag aber noch auf der RTL-Webseite sehen. Und ich denke, genau das wollte RTL damit erreichen. Und zwar eben genau, dass die Leute auf ihre Website gehen, eventuell von Werbung beeinflusst werden und damit RTL ein... Ah, scheiße, und ich bin schon wieder tot und ich glaube, das wird hier gerade nichts. Ja, okay, gut. Vielleicht sollte ich mich besser konzentrieren. Ich bringe den Satz jetzt noch zu Ende. Also und eventuell verdammt viel Geld einfach nur damit verdienen, dass Leute auf deren Website gucken. So, mir ist es jetzt egal. Das Thema ist jetzt Geschichte und ich werde jetzt hier einfach nett weiterkämpfen und werde hier alles platt machen, was sich mir in den Weg stellt. So, die ersten hätten wir platt. Nun kommen die nächsten, bleibt mal hier im Hinten ein bisschen weiter. Ach, diese Kobolde, stimmt, die haben mich. Ja, genau das. Die haben nämlich schon immer gerne in hier Dungeon Siege 1 für Probleme gesorgt, dadurch, dass die immer solche Bomben werfen. Oh, und ich lebe schon wieder. Und da muss ich gleich mal meinen Heilzauber zünden. Ja, und diese Bomben, die hauen nämlich ganz gut rein. Diese Kobolde an sich, die halten echt nicht viel aus. Das muss man einfach so sagen. Aber diese Bomben, die hauen richtig rein. So, und wow, ich sterbe schon wieder. So. So. Noch ein Toter. Ihn dann noch. Und dann machen wir uns da hinten an den Boss zu schaffen. Wenn wir den nicht vielleicht sogar jetzt gerade schon ziehen.
So, der ist tot. Jetzt kommt der Leutnant. Wir können die Sprengladungen in dieser Lore dort platzieren. Den wir jetzt sehr schnell hoffentlich platt bekommen. Also ich muss sagen, diese Zaubereffekte von ihr, die sehen echt krass aus. Und ich glaube, wenn ich das Spiel nochmal spielen sollte, dann werde ich auch so ein Magier, also in Magierichtung spielen. Oh, und ich sterbe gerade schon wieder. Mal ein paar Heilskills einsetzen, bevor ich wieder verrecke. So, ein bisschen stunnen den Typen. Und sterben. Aber ich glaube, sie macht das jetzt schon ganz gut alleine. Und weil sie macht nämlich echt nicht wenig Schaden, das kann man nicht sagen. Jo, danke schön. Wow, nein, falsche Knöpfe. Mann, oh Mann. Und da bin ich ja mal eben schon wieder tot. Aber er ist auch gleich. Ja, er ist down, er ist down, er ist down. Da geht er down. Was? Sie ist auch tot? Wie bitte? Och, nee. Leute. Oh, leckt mich doch alle am Arsch. So, von Anfang an meine Heilskills reinhauen. So, dass ich hier kaum Schaden nehme. Einfach nur alles wegmetzeln. So. Weiter. Kommt, traut euch. So, noch einer weniger. Noch einer weniger. Wir können die Sprengladungen in dieser Lore dort platzieren. Boah, nein. Und schon wieder tot. Ich fass es nicht. Ach, Leute. Meine Fresse. Ich bin schwer verwundet. Ja, und nochmal die ganze Geschichte von vorne. Wieso? Ah, ich hasse solche Stellen, wo es einfach nicht weitergeht. Ach Leute, weiter. So und so und so. Alles einsetzen, alles weghauen, alles töten. So. Ja, warten. Nicht so weit dahin rennen. Ach, es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Oh. Heilzauber. So. Oh, diese Bomben, die hauen so rein. Das ist das Problem gerade. Ich muss ja jetzt echt mal ein bisschen aufpassen. Und da bin ich schon wieder tot. Och, Leute. Ich glaube nicht, dass sie mich retten kann. Ah, doch, okay. Ja, ich weiß. Ich habe Aggro. Fuck. Muss mal eben ein bisschen hier raus, ey. Sonst habe ich hier... Und jetzt ist sie tot. Nee, okay, das wird schon wieder nichts. Und wieso setzt der seine Heilzauber nicht ein, der Fiese? Und jetzt bin ich tot und jetzt leben beide wieder. Das ist doch toll. Kann aber keine Skills einsetzen, weil ich aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. So, und von mir aus kann das jetzt so weitergehen. Oh, wir haben kein Aggro mehr auf den fetten Boss. Gut. Gut, das ist gut. Hier geblieben. Ach, zu spät. Die Kameraführung, die ist manchmal ein bisschen doof. Kann ich anders sagen. So. Ah, weg da. Hat sie jetzt Aggro? Oh nein, sie ist tot. Ah, gut, dass der nicht... Oh, jetzt sind da noch zwei.
Autsch. Wie mache ich das jetzt am besten? Wie retze ich sie jetzt am besten? Ohne, dass ich jetzt hier irgendwie groß Schaden nehme.